Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 6 Updates und 10 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen Abonnenten, die bisher die Treue gehalten haben an diesem Kanal. Ganz, ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. Zusätzlich möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Siki für deine Mitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar ist das erste Update eines, was gestern noch nachgereicht worden ist. Und zwar ist das für die Karte Prochowska. Und zwar kommt diese von Venturio und Piesel. Downloadgröße 812,61 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1. und ist für PC und Mac, der Changelog sagt, eine Textur angepasst. Das nächste Update kommt für den Case IH Axial Flow US Series von Casearias Modding. Downloadgröße 57,09 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Probleme mit der 2WD-Achse behoben, verschiedene Rottöne behoben, feste bewegliche Teile, Ertragsmonitor hinzugefügt, Lizard-Reifen hinzugefügt, neue Töne. Der MAN-TGX-Transporter vom HR Forst- und Fahrzeugbau kriegt das nächste Update. Downloadgröße 28,1 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Dachbar, Licht gefixt, andere Sachen noch gefixt, Beschreibung angepasst. Der Lizard LX45 von Pascal Kautz kriegt das nächste Update. Downloadgröße 10,03 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Animation, schwarzer Gürtel ist jetzt eine echte bewegliche Kette. Das nächste Update kommt für den Bertou Vantage 4300 Precision von Universimo Modding. Downloadgröße 8,54 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Korrekturen der Kamerasichtbarkeit. Und wir kommen schon zum letzten Update für heute. Und zwar ist das für das Grain Quid Pro von Missy Bay. Downloadgröße 8,18 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kollision behoben, Text für Zuckerrübenschnitt korrigiert, TMR hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Kompaktladernivellierer von FS Miner. Downloadgröße 1,44 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Nivellierer mit einem Gewicht von 200 Kilo, hat eine Arbeitsbreite von 1,80 Meter und kostet 900 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum John Deere 4755 von Dominik. Downloadgröße 28,32 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese standardmäßig mit einer Leistung von 190 PS mit Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 386 Litern, 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,3 Tonnen und kostet 108.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nokian, Lizard und Trelleborg. Die Lizard-Reifenvarianten klicke ich einmal durch. Einmal einzeln, Zwillinge hinten mit Gewicht und so weiter. Dann gibt es sogar eine Dreifachbereifung für hinten. Dann gibt es die LSW-Reifen und davon gibt es eine mit Gewicht und zurück zu einzeln. Rundumleuchten gibt es Ja oder Nein. Fenstertönung gibt es dunkel oder Standard. Motorenausführung gibt es die 4755 mit 190 PS oder die Nicht-Real 1 mit einer Leistung von 890 PS. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Hauptfarbe zu verändern aus dieser riesengroßen Farbpalette hier. Und natürlich die Felgenfarbe kann auch hier gewählt werden aus derselben Farbpalette. Wir kommen zum Lizard GP140 SPBK von Pepe978. Downloadgröße 3,3 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses mit zwei Anhängern. Und zwar zum einen einem Ballenanhänger, der so kommt, mit dem Gewicht von 3,4 Tonnen und kostet 8.900 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Michelin. Dann gibt es hier die Konfiguration, Tieflader mit Stützen, Tieflader mit oder ohne Stützen. Ja, das sind diese beiden Versionen. Die Designfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft die Stütze. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette. Dann gibt es noch diesen hier, der fasst 18 Ballen, bei Rundballen bis zu 1,80 Meter und bei Quaderballen bis zu einer Größe von 2,40 Meter. Das Gewicht des Anhängers liegt bei 3,4 Tonnen und kostet 8.900 Euro. Auch hier gibt es dieselben Reifenhersteller, die gewählt werden können. Zusätzlich zu dem gibt es hier beim Design ein manuelles Laden und einmal Ballen automatisch laden. Alles andere haben wir schon gesehen, die Farbpalette ist dieselbe, deswegen gehen wir auch gleich weiter zu der nächsten neuen Mod.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese Heston Ballenpressen vom ARM Team, Downloadgröße 14,59 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ballenpresse mit einem Gewicht von 8,6 Tonnen, braucht 190 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 90.500 Euro. Hier werden Ballen gepresst mit der Größe von 2,40 Meter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann gibt es beim Design die Möglichkeit, dies zu ändern von Massey Ferguson zu New Holland oder zu Fendt. Und die Designfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und zwar stellt diese Heston Ballenpresse größere Ballen her. Und zwar sind das diese hier. Die hat ein Volumen von 13.000 Litern und wiegt 621 Kilo. Die ist also fast doppelt so groß wie eine herkömmliche 2,40 Meter Strohballe. Diese hier hat ein Volumen von 9.000 Liter. Wie gesagt, diese hier hat 13.000 Liter. Ich glaube nicht, dass es bisher Autoload-Ballenwagen gibt, die diese Heston Ballen aufnehmen, aber das wird auf jeden Fall dann nachgereicht, nehme ich mal an. Wir kommen zum Simulator 22 Monster Truck. Dieser kommt von Viper TTS 96, Downloadgröße 18,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Truck erstmal mit der Leistung von 950 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern, 180 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, hat ein Ladevolumen von 2,5 Kubikmetern, wiegt 6,5 Tonnen und kostet 125.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Lizard. Dann bei der Reifenvarianten gibt es hier gemischte, abgenutztes Profil, flüssigkeitsgefüllt und wieder das Vollprofil. Abdeckungen gibt es hier hinten, entweder ja, ja 2 oder nein. Motorenausführung gibt es hier die 22er Auto. Dann gibt es dieselbe in manuell und einmal CVT geschaltet. Dann gibt es noch die nächstgrößere Version und zwar hat diese dann 1100 PS. Und auch hier gibt es die automatische, die manuelle und die CVT-Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser erweiterten Standardpalette hier. Dann die Rollbars können gewählt werden aus derselben Farbpalette, das ist klar. Und dann gibt es noch die Felgenfarbe, die kann gewählt werden natürlich aus dieser Farbpalette hier. Zusätzlich zu diesem Monster Truck gibt es noch zwei Rücksitze. Das sind diese hier, die wiegen 100 Kilo, können manuell oder mit dem Gabelstapler hinten auf den Pickup geladen werden. Dasselbe gilt für den Flüssigkeitentank, der hat ein Volumen von 2000 Liter, wiegt 400 Kilo und hat ein maximales Zuladegewicht von 800 Kilo. Der Preis 5000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der schon bekannten Farbpalette und das Cap, das ist obendrauf, ist natürlich entsprechend mit derselben Farbpalette zu befärben. Der sieht von innen so aus, also unverkenntlich, welche Marke hier dahinter steckt. Wir schalten mal ein. Dann gehen wir mal ein bisschen aufs Gas. Also klingen tut er cool. Dann kommen wir zu der letzten neuen Mod, was Anhänger und Geräte betrifft. Und zwar heißt dieser Verkehrssicherungsanhänger, kommt von NRX Eki, Downloadgröße 6,22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das dieser Anhänger hier. Der wiegt 400 Kilo. Kostet 6.500 Euro und das Einzige, was wir hier machen können, ist noch das Kennzeichen hinzuzufügen. Damit kann der Straßenverkehr umgeleitet werden und zwar kann der Pfeil kann mit der U- und Y-Taste gedreht werden und die Tafel kann ein- oder ausgeklappt werden und zwar mit der X-Taste. Wir kaufen diesen mal und dann passiert nämlich etwas, was ich gesehen habe, was mir aufgefallen ist. Sobald dieser gekauft ist, wieder, wir können den hier jetzt sehen, kommt dieses komische Teil hier auf das Display. Ich kann das nicht wegmachen, also ihr könnt ja sehen, der Hard ist ja aus. Das ist leider so, dass mich stört das sehr. Ich werde jetzt diesen Anhänger wieder verkaufen. Und schon ist es weg. Ja, okay, da musste wahrscheinlich noch nachgearbeitet werden.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Tierstelle Pack. Diese kommt von Alien Gym, Downloadgröße 23,42 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich den Kühen zum Beispiel. Gibt es hier zwei Versionen, Kuhstall 80. Dann gibt es nochmal den Kuhstall 80, ist einfach eine andere Färbung. Wie zu erahnen ist, werden hier natürlich 80 Kühe aufgenommen. Unterhalt pro Tag 180 Euro und Kosten zum Bauen 40.000 Euro. Dann gibt es hier noch einen Schweinestall, das ist natürlich dieser hier. Dann gibt es auch die beiden Versionen, 270 Tiere fast dieser. Kostenpunkt zum Platzieren 30.000 Euro, Unterhalt pro Tag 120 Euro. Des Weiteren gibt es natürlich noch den Schafstall, da gibt es auch zwei Versionen. Kostenpunkt zum Platzieren 35.000 Euro, Unterhalt pro Tag 120 Euro. Des Weiteren gibt es hier auch noch, wie gesagt, zwei Hühnerställe oder Hühnergehege. Das sind einfach mal beide dieser beiden hier, auch in zwei Versionen. 15.000 Euro zum Platzieren, 360 Hühner nehmen diese auf, Unterhalt pro Tag 80 Euro. Also, wir schauen uns diesmal an. Hier ist natürlich klar der Futtertrigger. Dann haben wir hier den Wassertrigger. Der muss also Wasser hingebracht werden. Des Weiteren haben wir hier in dieser Halle haben wir den Einfüllstutzen oder den Einfüllpunkt für das Gebettstroh. Dann hier haben wir die Möglichkeit, die ganzen Anzeigen, Trigger-Anzeigen zu entfernen. Hier haben wir natürlich noch die Lichtoption. Des Weiteren haben wir hier nebendran haben wir den Milchabholpunkt. Der ist also auch versteckt hier. Hier haben wir die Gülle. Und hier haben wir, wie gesagt, das Tiermenü. Wir werden mal gucken, ob dieser Stall hier als Futter annimmt, Stroh und Heu als Balle. Unser Stroh wird hier nicht als Balle angenommen. Das ist ja klar, das ist auch für die Bettung gedacht, nicht für das Futter. Und wenn ich das hier einfülle, hier wird es angenommen. Dann haben wir das Heu. Okay, also Heu wird als Balle nicht angenommen. Das muss also eingeschüttet werden. Okay, wird nicht angenommen. Gut. Wir kommen zum alten Schuppenpack, und zwar kommt dieses von Farmer 5 Tom, Downloadgröße 20,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind das natürlich diese Hallen hier. Es gibt hier mal Schuppenmodell Ente, das ist dieser hier. Hier kann die Farbe geändert werden, der Tore, also das betrifft nur die Tore. Des Weiteren gibt es das Modell Biber, das ist dieser hier. Auch hier kann natürlich die Farboption genutzt werden, und zwar auch wieder für die Tore. Des Weiteren haben wir Modell Eule. Auch hier ist das natürlich so zu sehen. Und hier ist nur das hintere Tor betroffen von der Farbänderung. Dann gibt es noch das Modell Maus. Hier sind wieder beide Tore betroffen von den Änderungen. Und zwar kosten diese zwischen 9.000 und 13.000 Euro zum Platzieren und kostet Unterhalt pro Tag 15 Euro. Jeder Schuppen ist ein bisschen unterschiedlich. Also hier gibt es zum Beispiel diese Garage hier. Dann hier den offenen Bereich hier. Dann gibt es beim nächsten zum Beispiel, kann man hier hoch und könnte da oben auch noch was lagern. Das ist dieser hier. Haben alle kein Licht, aber haben einige dekorative Elemente mit dabei. Wunderschön. Wir kommen zu der letzten neuen Mod für heute, und zwar heißt diese Holzlagerung. Diese kommt von FSG Modding, Downloadgröße 5,88 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Mod mit zwei verschiedenen Elementen jeweils, einmal für Fichte und einmal für Kiefer. Also wir haben hier mal die Fichte, das Fichte-Element, das ist ohne Seitentür oder Seitenwand. Dann haben wir hier das andere mit der Seitenwand, immer alles für die Kiefer. Hier haben wir noch einen Holzstapel, also einfach einen Verkaufspunkt oder einen Einlagerpunkt hier, ohne dass man hier zum Beispiel eine Halle hinbauen müsste. Kostenpunkt hier zwischen 100 Euro und 50.000 Euro, und dasselbe haben wir eben auch noch als Fichtenversion, also Kiefer- und Fichtenversion haben wir hier. Hier wird eingelagert, hier wird dann auch wieder rausgeholt,
Hier kann eine ganze Stämme rausgeholt werden. Und dasselbe natürlich auch hier. Ja, das war's denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und vor allem fürs Zugucken bis zum Ende. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Videos oder auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir dein kostenfreies Abo ab. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder per Spende, den Link findest du in der Beschreibung, oder als Kanalmitglied, indem du den Kanal natürlich dann abonnierst. In dem Sinne kannst du dem Kanal natürlich auch helfen. Solltest du das Kubota DLC Pack noch nicht haben und dich entschieden haben, dies zu tun, dann klicke doch bitte jetzt oben rechts auf das i, damit du den entsprechenden Affiliate-Link bekommst, wo du den Kanal auf deine oder diese Art auch unterstützen kannst. Für mich kommt Wochenende, weil ich bin morgen nicht da. Von morgen weg bis und mit Montag bin ich weg, bin ich in Madrid, werde ich Besuche machen. Deswegen ist das mein Video gewesen für diese Woche und ihr genießt das Wochenende. Ich habe ein heißes Wochenende vor mir liegend. Es sollen bis zu 37 Grad warm werden in Madrid. Deswegen werde ich mich so oft wie möglich dann im Pool abkühlen gehen. In dem Sinne wünsche ich euch schon jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bis denne, danke, tschüss und hasta luego.